Brief eines Patrioten. Waren Sie schon mal im Ausland? Sind Sie schon mal Heimweh gebeucht durch die Straßen der Metropole einer befreundeten Macht geschlichen? Und haben Sie mal das stolze Hochgefühl in Ihrer Brust gespürt, das jeden Deutschen packen muss, wenn er in fremder Ferne plötzlich das heimatliche Wappentier an einer Hausfront kleben sieht? Ich durchwandelte betrübten Schrittes Wien. In meiner Tasche trug ich die schmerzliche Mitteilung, dass das Berliner Landgericht mich in 3 Tagen zu sprechen wünschte, weil Erich Mühsam in einem Flugblatt betitelt Genossen, Proletarier, zum Ungehorsam gegen die Gesetze aufgefordert und einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Bevölkerungsklassen zu Gewalttätigkeiten gegeneinander aufgereizt hat. Ich brannte natürlich darauf, der Einladung des Herrn Staatsanwaltes zu folgen. Leider hat mich aber die gütige Vorsehung nicht mit dem genügenden Reisegeld in die Welt geschickt, als dass ich jeden Wink der Obrigkeit stets gleich beschwingten Fußes folgen könnte. So kreuzten also arge Bedrängnisse mein Gemüt, als ich Wiens Straßen einherzog. Aber siehe, am Graben Nummer 12 erhob sich vor meinem entzückten Blick ein Gebäude, von dem ich laut pochenden Herzens den deutschen Reichsadler mit gesträubtem Gefieder auf mich niederzwinkern sah. Kaiserlich deutsches Generalkonsulat stand darunter. Nicht etwa Vizekonsulat, nicht bloß Konsulat, nein, ein richtig gehendes Generalkonsulat war es. Vaterstaat verlangt nach mir. So überlegte ich, da wird sein Sachverwalter im Ausland nicht zögern, dem Heimverlangenden über die Schwelle des Vaterlandes zu helfen. Ich trat also in das Haus ein und klopfte, froh auf heimatlichem Boden zu stehen, an die Tür des Konsulates an. Ein Mann, in dem ich niemals den Pflegevaterstaat vermutet hätte, hieß mich eintreten und ich trug ihm mein Begehr vor. Mein Name ist Mühsam, ich bin Angeklagter, soll mich in 3 Tagen in Berlin vor dem Landgericht I wegen eines Pressvergehens verantworten und habe kein Geld. Bitte bezahlen Sie mir die Reise. Ja, Sie werden sich in Berlin verantworten müssen. Ich freute mich schon. Tja, aber was geht uns das an? Er sagte immer wir, wenn er seine Meinung kundtat. Dazu haben wir keinen Fonds. Ja, ob Sie das Geld aus einem Fonds nehmen oder woher sonst, das soll mir sehr egal sein. Der Staat wünscht mich zu sprechen und Sie sind hier der Stellvertreter des Staates. Und wenn Sie nicht die Reise bezahlen, kann ich überhaupt nicht reisen. Und dann erlässt der Staat einen Steckbrief und einen Haftbefehl hinter mir. Ja, dann müssen Sie sich schon an den Deutschen Hilfsverein wenden. Also, wir haben dazu keinen Fonds. Ich war sehr entrüstet. Wenn man der Vertretung des Staates im Ausland seine Bereitwilligkeit kundgibt, einer Einladung eben dieses Staates Folge zu leisten, dann kriegt man zur Antwort, das geht uns gar nichts an. Wenn Sie Geld haben, reisen Sie mit Gott und so weiter. Haben Sie keins, dann werden Sie steckbrieflich verfolgt. Aber, überlegte ich weiter, wenn ich nun steckbrieflich verfolgt werde, dann nützt es ja immer noch nichts, weil man ja wegen eines Pressvergehens nicht ausgeliefert wird. Daher geriet ich denn in den Zustand ratloser Verzweiflung darüber, dass ich nicht Raubmörder, sondern nur politischer Verbrecher war. Hätte ich jemand umgebracht, hätte ich geraubt, geplündert, brandgestiftet oder genotzüchtigt. Oh, wie viel wäre ich besser dran gewesen. Dann hätte ich die Unterstützung der deutschen Konsulate gar nicht nötig gehabt, sondern wäre einfach zu den Wiener Behörden gegangen, die mich kostenlos und sicher in Berlin abgeliefert hätten. Nie in meinem Leben habe ich so bedauert, kein Raubmörder zu sein. Zum Glück regte mich meine verzweifelte Stimmung über diesen Charaktermangel zu einem schwermütigen Gedicht an, das dann einen mir wohlgesinnten Redakteur zu einem erheblichen Vorschuss begeisterte. Auf diese Weise konnte ich also die Reise nach Berlin doch noch antreten und das Schwert der Justiz konnte mit der Wucht des Staatsinteresses rechtzeitig auf mein schuldiges Haupt herniedersausen.